Herzlich willkommen zur Adler-Serie. Und du hast vielleicht schon gedacht, hey, ganz ehrlich, das ist ja fast wie Bio ständig hier. Immer jede Woche reden wir über den Adler. Aber nichtsdestotrotz, also die Bibel gebraucht das Bild 31 Mal von dem Adler, ja? Und deswegen reden wir immer von diesem Adler, weil gerade wenn wir unsere Gottesbeziehung stärken wollen, dann gebraucht die Bibel einfach manchmal Bilder, um uns Dinge zu veranschaulichen, damit wir sie besser verstehen. Ja? Und eigentlich sollen wir im Grunde genommen immer im gewissen Sinn Schüler bleiben, dass wir Lernende bleiben, dass wir nicht einfach sagen, so, jetzt haben wir ausgelernt, jetzt wissen wir alles, jetzt können wir auch alle zu Hause bleiben. Ja? Nein, und immer, wenn du die Bibel liest, wenn du deine Bibel aufschlägst, dann bleib in diesem Suchmodus. Ja? In Matthäus 7, Vers 8, da wird es ziemlich gut zusammengefasst, da heißt es, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also wenn du deine Bibel aufschlägst und liest, dann bleib in diesem Suchmodus. Dann bleib im positiven Sinne ein Suchender. Also nicht nur einfach lesen, ja toll, ist immer wieder ein Adler, ganz tolle Geschichte. Ja, eigentlich könnte Gott auch einen Specht genommen haben oder vielleicht, weil wir im Wappen den Adler drin haben oder weiß ich was, ne? Der Specht klopft vielleicht ja auch an oder so. Nein, also die Bibel, die will dich nicht nur informieren, sondern sie will dein Leben transformieren. Sie will dein Leben verändern. Und wenn du schon in der ersten Woche bei der Adler-Serie dabei warst, dann kennst du ja schon die natürlichen Feinde vom Adler. Ja? Und ich fand das sehr interessant, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass das eigentlich relativ kleine Vögel sind, die den Adler attackieren. Und wie arbeiten diese Feinde vom Adler? Und welche Feinde gibt es in meinem und in deinem Leben, die mich und dich attackieren und unsere Gottesbeziehung zerstören wollen? Also wie gesagt, wenn du in der ersten Woche dabei warst, dann hast du wahrscheinlich schon vom Hans gehört, die natürlichen Feinde vom Adler, das ist eine Krähe. Hey, wärst du da drauf gekommen? Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass die natürlichen Feinde von einem Adler, so ein Seeadler, ist fast einen Meter hoch und eine Spannweite von fast 3 Metern. What? Und da kommt eine Krähe? Sind das Kamikaze-Krähen oder so Selbstmord-Krähen oder was, die keinen Bock mehr auf Leben haben oder was? Ja? Aber die Krähen, die haben nur eine Chance, den Adler anzugreifen. Nämlich, wenn er im Flug ist. Wenn er im Flug ist und so denkt, ey, wow, super Aussicht, alles toll, wo ist das nächste Mäuschen oder so? Dann kommen die Krähen von hinten, also meistens zu zweit oder im Team, und die picken den Adler am Kopf und an den Rücken oder in den Nacken. Und was die Krähen wollen, sie haben nämlich nur ein Ziel, sie wollen auf eine sehr effektive und einfache Art und Weise an Nahrung drankommen. Sie wollen nämlich den Adler von seinem Horst weglocken und dann seine Eier fressen. Sie tun alles dafür, dass der Adler seine Vision verliert, seinem Weibchen treu zu sein, sie von seinem Weibchen wegzulocken und auch die Vision für seine Kinder verliert, sie großzuziehen, dass sie selber Adler werden. Und die Krähen, die probieren alles, um die Kinder vom Adler zu fressen und ihn durch dieses Picken zu nerven. Ja, und wie sehen deine und meine Krähen im Alltag aus? Ja? Wenn du mit Jesus unterwegs bist und dann merkst du immer wieder, dass dir vielleicht da Dinge im Nacken sitzen, die dich ständig picken, die dich nerven. Und jetzt, wo du denkst, fast am Ende der Adler-Serie, also der Dieter macht nächste Woche das große Finale, wo du denkst, jetzt kannst du endlich fliegen, und hast eine tolle Aussicht, kannst die Stürme nutzen und so weiter, die Thermik und alles, was dazugehört. Und du denkst, hey, ich will endlich so ein Adler werden, der richtig fliegt und mal richtig, ne, Power gibt. Und auf einmal merkst du, hey, da sind diese kleinen, miesen Viecher, die dich davon abhalten wollen. Und ich will es dir an einem Beispiel von Jesus zeigen, der unterwegs ist und der eben zeigt, dass es auch eine geistliche Dimension gibt. Das sind Dinge, die du nicht mit diesen Augen siehst, sondern eher mit diesen Augen. Und Jesus, der ist unterwegs
Und er redet eben auch von dieser geistlichen Dimension. Und er sagt, es gibt Dinge im Leben, die destruktiv und zerstörerisch sind. Und das Problem ist, dass die Bibel manchmal Wörter verwendet, die du nicht mehr ganz so gut verstehst. Ja? Also da schlägst du vielleicht deine Bibel auf, da liest du und da verstehst du vielleicht noch nicht mal Bahnhof. Ja? So, und dann, ich will es dir an einem Beispiel mal vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Kennst du das Wort Toleranz? Ja, kennst du ja Toleranz. Also wenn du irgendwie so in den 80ern gesagt hast, ich bin tolerant, dann hat das meistens, dann hieß das meistens, okay, wenn du aus dem Fenster schaust und dein Nachbar in Tennissocken, in Sandalen seinen Rasen wässert mit einem Muskelshirt, dann sagst du, hey, ich ertrag das Bild. Ich bin tolerant. Ja? Wenn du heute sagst, ich bin tolerant, dann heißt das eigentlich, hey, du kannst eigentlich leben, wie du willst. Mach doch einfach, was du willst. Du kannst an alles glauben, du kannst alles tun, du kannst alles lassen. Ist völlig wurscht. Mach einfach, was du willst. Eigentlich total lieblos, finde ich. Und deswegen finde ich, dass wir als Christen auch nicht dazu berufen sind, tolerant zu sein, sondern vielmehr Liebe zu üben. Und jetzt liest du die Bibel, wo Jesus zum Beispiel sagt, es gibt den Teufel. Jetzt sagst du, ja, genau der Teufel. Ach, dieser lustige Typ mit den Hörnern und diesem blinke Dreizack da, das ist ja wirklich lustig, ne? Also Jesus, sag mal, wovon redest du da eigentlich, ja? Aber nein, wenn Jesus vom Teufel redet, dann redet er von einem Durcheinanderbringer, der alles zerstören will, der möglichst viel zerstören will. Und jetzt hat der Jesus auf der Erde gelebt, ungefähr 30 Jahre, und er stand nicht so ganz stark in der Öffentlichkeit. Und bevor er offiziell auftritt, lässt Jesus sich taufen. Und als eine Startentscheidung lässt er sich taufen und er zeigt auch den ganzen anderen Leuten, hey, ich mache ganze Sachen mit Gott, ich erfülle den Willen des Vaters. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist es auch wichtig, irgendwann eine Entscheidung zu treffen, ganze Sachen mit Gott zu machen. Weil halbe Sachen sind eher deprimierend und noch schlimmer ist es, wenn es in einer geistlichen Dimension ist. Er lässt sich taufen und Matthäus, also wenn du da deine Bibel dabei hast oder vielleicht den Skript, den ich vorher durchgeschickt habe, dann kannst du Matthäus 3 aufschlagen. Matthäus 3, 17, da passiert nämlich Folgendes bei der Taufe von Jesus. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Hey Leute, ich finde das mega beeindruckend. Stell dir mal vor, du lässt dich hier taufen oder so, ja? Und auf einmal so, pfusch, das ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Bei meiner Taufe ist es damals nicht passiert. Aber nicht schlimm, das wäre ganz nett gewesen. Aber vor allem die ganzen Menschen, die drumherum standen, die haben das ja mitbekommen. Das war ja keine Taufe nachts am Baggersee, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, ja? Das war ein öffentliches Zeugnis. Das war quasi die Diensteinführung von Jesus sozusagen, ja? Und eigentlich hat Jesus öffentlich noch gar nichts groß gemacht. Also er hat noch keine großen Wunder gemacht, er hat noch nicht, auf den Hochzeiten, auf denen er eingeladen war, gab es scheinbar immer genug Wein oder sowas. Aber trotzdem sagt der Vater zum Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Deine Identität ist, dass du mein geliebter Sohn bist. Und vorher friert die Hölle ein, aber da ändert sich gar nichts. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Identität. Weißt du, ich spiele hin und wieder mal mit meinem Sohn Fußball. Also für den reicht es noch gerade. Ja? Also hier bei dem anderen Spiel da gegen andere Gemeinden will ich, glaube ich, eher nicht spielen. Da bin ich dann eher so, ich will dann eher das Wasser reichen oder der Wasserträger sein oder sowas. Naja, auf jeden Fall für den reicht es noch. Oder wir spielen Memory oder Mensch, ärgere dich nicht. Und jedes Mal, wenn er dann am Verlieren ist, dann sagt er, oh Papa, du bist ja sowieso besser und ach, ich schaffe das jetzt nicht mehr und ach, ich gebe jetzt auf. Dann sage ich, weißt du was nur, was gerade dein Problem ist? Du spielst gerade wie ein Verlierer. Du spielst so, wie wenn du verlieren würdest. Ich sage, weißt du was? Spiel wie ein Gewinner. Denk, du kannst das Spiel noch drehen. Ja? In der 90. Minute wegen mir aus. Oder wenn schon fast alle Memory-Karten aufgedeckt sind. Und wisst ihr, was Verrückte ist? Ey, ganz oft holt er noch auf oder dreht wirklich das Spiel. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du nicht dazu berufen, dich immer wieder dafür zu entschuldigen, dass du Christ bist.
Ja, und so, oh Hilfe, ja, das ist furchtbar und alles ist draußen immer so furchtbar, ja. Nein, sondern du wirst immer wieder angegriffen werden und du wirst immer so einen fiesen Pick von der Krähe erleben. Und soll ich dir mal was sagen, wovon ich 100% überzeugt bin, davon bin ich wirklich 100% überzeugt, ist unabhängig davon, ob du durch eine Krise gehst oder ob du Dinge tust, die du selber hast, die du nicht magst, ob du gerade Frust schiebst oder unabhängig davon, ob du gerade sagst, hey, ich bin auf einer Emotionswelle, auf einer Euphoriewelle ohne Ende, ich fühle mich hier gerade hier top, also bei mir ist gerade alles super, ja, eins bleibt und ist sicher. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Und deine Identität, die zu kennen, das ist wichtig. Also und jetzt geht's weiter. Der Teufel, also nicht die Faschingsfigur mit diesem Dreizack, die uns übrigens beim Leutzumzug den ersten Platz da streitig gemacht hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ja? Aber dieser Teufel, der Durcheinanderbringer, der alles zerstört, und der eigentlich nur lügen kann, ja, der sagt Folgendes zu Jesus. Können wir Matthäus nachlesen, Matthäus 4, 1 bis 3. Da heißt es danach, also nach der Taufe, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte aß er nichts. Der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn heraus. Und jetzt kommen drei Witze in einem Satz und ich erkläre dir auch gleich, warum. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesem Stein Brot. Das ist quasi der Triple-Gewinn des Jokes. Drei Witze in einem Satz. Fangen wir doch mal gleich beim ersten an. Theologisch fangen wir gleich beim ersten an. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Weißt du noch, was gerade Jesus, was Gott zu Jesus gerade noch in der Taufe gesagt hat? Er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Und dieser erste theologische Witz ist, dass der Teufel immer wieder probiert, deine Identität anzugreifen. Ja, und das ist leider nicht witzig. Und das wirst du nachher auch merken, dass er das sehr effektiv tut. Also wenn du der Sohn Gottes bist, er greift immer bei der Identität an. Wer bin ich eigentlich? Und der zweite Schritt ist, dass Jesus aus Stein Brot machen soll. Und weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und jeder, der zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Der wird niemals einen übernatürlichen Hunger haben. Und, weißt du, und ich finde, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo jeder übernatürliche Erfahrung oder viele Menschen wollen übernatürliche Erfahrungen machen. Ja? Und die Quintessenz oder das Fazit davon ist, die werden leer und enttäuscht zurückgelassen. Das ist das ist eigentlich Traurige an der Geschichte. Aber Jesus sagt, hey, ich biete dir einen Frieden an, der nicht natürlich ist, der ist übernatürlich. Und außerdem ist Jesus der Eckstein, auf dem alles gebaut ist. Ja? Er ist das Zentrum einer lebendigen Kirche. Und weißt du was? Ich habe drüber nachgedacht. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, hoffentlich steht niemals im Mittelpunkt unserer Kirche eine Hüpfburg oder ein Event oder irgendwas, sondern immer, dass wir sagen, hey, das Einzige, warum wir das tun, ist, Menschen in Hersfeld für Jesus zu begeistern. Zu sagen, das A und das O ist, nicht die Hüpfburg oder sonst was, sondern das A und das O ist, wir wollen Menschen sagen, Jesus liebt dich. Es soll hinter keiner Hersfelder Fassade jemand sagen, ich habe 30 Jahre in Hersfeld gelebt und nie erfahren, dass Jesus mich liebt. Das wäre ein Dilemma. Und ich habe gemerkt, das ist ein Grundprinzip. Und es gibt Momente in meinem und deinem Leben, wo Situationen kommen, wo es Stolpersteine in meinem Leben gibt. Es gibt Situationen, die du lieber meidest, wo du dir deiner Identität nicht mehr sicher bist, wo du vergessen sollst, dass Gott dich liebt
und dass du vergessen sollst, dass er dich Schritt für Schritt begleitet, dass Gott für dich einen Plan hat und dass Gott dich berufen hat. Und diese Stolpersteine, die haben nur ein Ziel, die wollen, dass du hinfällst. Die wollen, dass du hinfällst und am besten noch liegen bleibst. Und das sind oft die Krähen in unserem Leben, die uns angreifen und uns immer wieder picken wollen, in unseren Gedanken. Die haben das Ziel, uns davon abzuhalten, dass wir selbst irgendwann eigene geistliche Kinder aufziehen, die wieder von Gott hören und wieder anderen das weitersagen, was sie erlebt haben, dass Gott mit einem jeden einen Plan hat. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, dann ist eigentlich jeder Stolperstein, der vor dir liegt, dann sagt Gott, hey, jeder Stolperstein, durch den ich dich trage, will ich dein Wesen freier machen, ich will dich geheilter machen, ich will dich verändern und ich will dich zu einem Ziel führen, zu einem ganz großen Ziel führen. Dass du durch deine Gaben, durch deine Finanzen, durch deinen Mut, durch deine ganzen Sachen, die du machst, dass dadurch Menschen verändert werden und dass das Leben, die vorher schon tot geglaubt waren, wieder aufblühen. Und durch diese Pick-Momente will der Teufel dich genau davon abbringen, von diesem Veränderungsprozess, der einfach mal sagt, hey, lass einfach alles, wie du willst. Hey, veränder dich nicht. Und ich will es dir an einem Beispiel aus meinem Leben erklären. Weißt du, mein Pick-Moment oder eine Krähe vielleicht, weißt du, die hatte sogar einen Namen und die hieß Karl. Da war ich in der Ausbildung. Da war ich in der Ausbildung, so 16, 17 Jahre. Und da musste ich manchmal zu dem Karl in die Abteilung gehen. Und ich wusste jedes Mal, der zieht ein Gesicht, das ist jenseits von Gut und Böse. Der ist niemals zufrieden mit der Arbeit. Ich meine, ich war Arzt, wie er war Meister. Jetzt ist die Hackordnung ja schon vorher geklärt natürlich. Und jedes Mal war das echt immer, ich dachte schon, ach du meine Güte, jetzt gehe ich wieder zu diesem Karl, furchtbarer Typ. Und weißt du, eines Tages habe ich mich dazu entschlossen, ich habe die Entscheidung getroffen und ich habe gesagt, hey, ich sage jeden Morgen zu Karl erstmal guten Morgen. Ich frage nach ihm, wie es ihm geht. Ich werde zu ihm freundlich sein. Ich werde ihm fachlich und sachlich seine Fragen beantworten. Und weißt du, was eines Tages passiert ist? Ich komme in die Abteilung und Karl sagt auch guten Morgen zu mir. Ey, ich bin fast aus meinen Stahlkappen geklappt, ne? So, und auf einmal fing er sich an, mit mir zu unterhalten. Und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Und auf einmal habe ich gedacht, Moment mal, was passiert hier gerade? Und als ich nach 6 Jahren damals zu Wort des Lebens gegangen bin, am Ende, hey, ich hatte eine richtig gute Beziehung zu Karl. Und jedes Mal, wenn ich Karl treffe, und letztes Mal habe ich ihn im Aufzug getroffen, gut, er konnte nicht abhauen, aber egal. Nein, wir wechseln nicht die Straßenseite, wenn wir uns heute sehen. Wir fragen uns gegenseitig, hey, wie geht's dir, was machst du gerade und so weiter. Aber weißt du, ich will es dir mal ganz kurz erklären, also anhand diesen Stolperstein hier. Ja. Also erstmal dieser Karl, den du nicht leiden kannst. Der macht dich fertig, der sagt, hey, du machst deine Arbeit nicht richtig. Hilfe, ich will nicht umkippen, den Rest zahlt die BG. Du machst deine Arbeit nicht richtig, du kannst das nicht. Und du bist am Ende mit diesem Karl. Du sagst, ja, wie geht's denn weiter für mein Leben? Und dann triffst du eine Entscheidung und sagst, hey, weißt du was? Auch Karl wird von Gott geliebt. Auch Karl wird von Gott geliebt. Und ich interessiere mich für diesen Karl. Und du sagst auch guten Morgen zu ihm. Ja, und irgendwann, weißt du, was passieren könnte? Irgendwann kommt der Durchbruch und du sagst, weißt du was? Hey, ich darf montags wieder zum Karl. Ich darf wieder mit ihm zusammenarbeiten. Anderes Beispiel. Neulich habe ich jemanden in der Stadt getroffen. Und der hat mir gesagt, du gehst auch in die Heft-Church. Ja, ich sage, ja, gehe ich auch, ja. So, sagt er mir, ja, ihr seid ja für alles offen und weiß ich was. Und da ging es auch um das Auftreten, auch alles Mögliche, was man eben so hört. Die Standards, so ein paar Standardsätze, aber ist ja nicht schlimm. So, aber ich wusste ganz genau bei diesem Menschen, wenn er mit einem falschen Hemd oder was ich auftritt, dann in seinem Gottesdienst, dann könnte es wahrscheinlich zu Problemen führen. Ja. Und weißt du was? Das Gespräch war zu Ende
Und das hat mich richtig gewurmt. Das hat mich richtig gewurmt. Ich war richtig sauer erstmal. Ja. Und ich habe gedacht, hey, was will der eigentlich? Soll der auch erstmal vor seiner eigenen Tür kehren? Was will der denn von mir jetzt eigentlich, ja? Und weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, okay, also, wir sind für vieles, für alles offen. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Ja, das sind wir tatsächlich. Ich habe gesagt, ja, unsere Türen hier stehen für jeden auf. Jeder, der hier reinkommt, ist herzlich willkommen. Und du musst dich auch nicht erst irgendwie christlich verkleiden, dass du hier dabei sein kannst. Also ich hoffe, du hast dich auch nicht christlich verkleidet oder sowas. Nee, auf jeden Fall, wir haben gesagt, ja, natürlich sind wir für jeden offen. Es spielt keine Rolle, aus welchem Hintergrund du kommst. Du bist hier willkommen. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, als nächstes, die Angebote, die wir schaffen, den Indoor-Spielplatz, wir wollen Hauskreise etablieren, wir haben jeden Monat eine Infoveranstaltung, wo wir möglichst transparent berichten wollen über unsere Gemeindearbeit. Wir wollen zusammen Gottesdienst feiern, wir feiern zusammen mit den Kindern Gottesdienst und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, boah, weißt du was, Gott? Danke, dass ich hier in Hersfeld Gemeinde leben darf. Und ich bin an diesem Sonntag hier in den Gottesdienst gekommen und ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal so dankbar für euch war. Ich habe euch gesehen, ich habe gesagt, ey, danke, Jesus. Weißt du, und ich habe gemerkt, dass es wahrscheinlich für meine Kids die größte Bestrafung wäre, wenn sie zu Hause bleiben müssten vom Gottesdienst, dass wir als Familie aufblühen dürfen hier mit euch zusammen und dass wir sehen, hey, Gott hat uns berufen, Gott hat uns befähigt. Und vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und du sitzt hier und du sagst, hey, ich kann einfach dieser Person nicht vergeben. Ich kann nicht vergeben. Wer immer das war, deine Eltern, dein Nachbar, deine Bekannten oder vielleicht mal ein ehemaliger Freund. Und du merkst, dieser Stolperstein, der liegt direkt vor dir. Der liegt direkt vor dir. Und du sagst, gefühlt würde ich sterben, wenn ich dem vergeben müsste. Aber dann hörst du immer wieder, dass es wichtig ist, zu vergeben, einen Veränderungsprozess anzufangen. Aber weißt du was? Wenn du immer wieder über diese Stolpersteine stolpern wirst, immer über die gleichen Stolpersteine stolpern wirst, du wirst dir die Nase blutig schlagen. Du wirst sogar vielleicht liegen bleiben. Aber umso öfter du sagen wirst, hey, ich mache diesen Stolperstein zu einem Trittstein, ich sehe eine Chance darin und dass du keine Angst mehr haben musst, dass dich dieser Stolperstein killt, sondern dass dich dieser Stolperstein weiterbringt, dass er dich verändert. Und ich finde, dieses Prinzip hat Jesus vorgelebt. Und darüber wirst du auch übrigens in der Bibel immer wieder stolpern. Und dass Jesus diese Stolpersteine genommen hat und sie umfunktioniert hat zu Trittsteinen. Ich will dir dieses Prinzip nochmal in zwei Situationen erklären. Als Jesus auf dieser Welt war, da hat er Menschen geheilt, er hat ihnen geholfen, er hat ihnen die Hand gereicht, er hat ihnen eigentlich alles gegeben, er hat ihnen alles gegeben. Und was war der Dank dafür? Der Dank dafür war Rufmord, Verleumdung, Folter, Kreuz und Anspucken. Das war der Dank dafür. Weißt du, und Jesus nimmt einen Trittstein nach dem anderen und wenn er nicht dieses Prinzip angewendet hätte, hätte er niemals seinen Lauf vollenden können. Ich habe dir mal ein Zitat von Mutter Teresa mitgebracht. Hier sehen wir sie auch gleich im Bild. Sie hat mal gesagt, die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Mühe dich trotzdem. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Wenn du was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes.
Ich finde, das Zitat hat mich beeindruckt. Weil es wird immer wieder in deinem Leben, in deinem und in meinem Leben, dieses Picken geben, das dich entmutigt, das dich zerstören will, und der Teufel, der wird ständig deine Identität angreifen. Und ständig wird er dir aufs Brot schmieren und dir sagen, was du alles nicht kannst. Und weißt du, was Gott im Gegenzug sagt? Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Lies mal Römer 8, da steht, also ich bin ja für Frankfurt, wenn Frankfurt spielt, bin ich für Frankfurt. Ja, danke Klaus. Und weißt du, was Gott sagt? Gott sagt, ich bin auch für dich. Ich bin für dich. Du bist mein Kind. Fang an, diese Stolpersteine zu nutzen und mach sie zu Trittsteinen. Du wirst zwar immer wieder hinfallen, aber such dir Menschen, die dich auch unterstützen können, die dir unter die Arme greifen. Und das wird oft anstrengend werden. Das ist nicht einfach mal schnell nebenher, sondern ja, Problem gehabt, ja, Ding, Bong, erledigt, fertig, so, alles wieder gut. Nein, so ist das nicht in der Realität. Dieser Karl, der hat mich wochenlang genervt. Und durch diese Stolpersteine kommen immer wieder Ängste und Menschenfurcht in dein Leben. Und das Ding ist, wenn du für die Kritik der Menschen offen bist, dann bist du auch genauso für den Applaus offen. Ja, so nach dem Motto, ja, super gemacht, ganz toll und so. Und dass du denkst, oh, ich bin jetzt der beste Checker hier. Ja? Und beides ist eigentlich peinlich. Beides ist peinlich. Das eine führt zu Stolz. Und dann hast du Gott zum Gegner. Und Gott zum Gegner zu haben, das ist keine gute Idee. Und das andere, das führt zu Minderwert. Und wie gesagt, beides ist peinlich. Weil Minderwert, wenn du sagst, hey, ich bin noch nichts, ich bin der arme schwarze Kater immer und so weiter und so. Hey, weißt du was? Gott hat in dir einen ganz besonderen Wert reingelegt. Und wenn du stolz bist, also wenn du irgendwas sagst vor Gott, boah, ich stehe vor Gott und du sagst, ich bin der Beste. Ich glaube, dann standst du noch nie vor Gott. Und diesen Prozess oder diesen Weg, den Gott mit dir gehen will, das hat zum Ziel, dass du freier werden sollst. Und weißt du, wenn jemand auf dein Lebensfeld oder vielleicht auch auf deine Gemeinde Mist schmeißt, dann hat er vielleicht noch nicht das Prinzip von Dünger verstanden. Und weißt du, es gibt immer wieder Ungerechtigkeiten im Leben oder Dinge, wo du nicht gleich vergeben kannst, wo du bitter bist. Aber die Herausforderung für dich und für mich ist, dass du diese Stolpersteine zu Trittsteinen machst. Kennst du Walt Disney? Weißt du, was mit dem 1928 passiert ist? Der wurde gefeuert. Der hat eine richtig gute Zeichnung angefertigt. Das Unternehmen hat gesagt, hey, das wird ein richtiger Erfolg. Und sie haben ihm alle Zeichnungen abgenommen. Er hatte keine Rechte auf die Zeichnung. Und sie haben ihn fristlos gefeuert. Und dann irgendwann später erzählt Walt Disney, er sitzt im Zug, völlig deprimiert. Er ist gefeuert. Er sitzt im Zug, er ist gefeuert, sein Stolperstein. Und weißt du, was er macht? Er nimmt ein weißes Blatt und er fängt an zu malen. Und weißt du, was er malt? Er malt Mickey Maus. Da ist die Mickey Maus geboren. Und jeder, der Mickey Maus kennt und das ganze Walt Disney Imperium, der weiß, hey, das ist durch die Decke gegangen. Und am Ende seines Lebens sagt Walt Disney, zum Glück wurde ich gefeuert. Zum Glück wurde ich gefeuert, weil ansonsten wäre es mir nie gelungen, das alles aufzubauen. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber wie ist es bei dir und bei mir? Weißt du, Jesus lebt uns das vor. Jesus lebt uns das vor. Wo wir eigentlich aufgeben, wo wir nicht vergeben können, da hat er genau das Gegenteil getan. Er hat diese Stolpersteine genommen und er hat sie zu Trittsteinen gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, heute haben wir das Abendmahl auch gefeiert. Aber weißt du, ich denke, der größte Stolperstein, der vor Jesus lag, war, als er im Garten Gethsemane war.
Er ist im Garten Gethsemane, war. Seine Freunde schlafen ein. Er ist völlig allein, er hat Angst. Jesus hat Angst. Und weißt du, und er wird grausam gekreuzigt, gefoltert und er stirbt. Und alle denken, hey, es ist vorbei. Jetzt ist vorbei mit Jesus. Ende der Story, Ende der Geschichte. Und am zweiten Tag ist genauso. Seine Freunde und alle denken, hey, es ist vorbei. Es kommt nichts mehr, ja? Und weißt du, erst am dritten Tag steht Jesus auf den Toten auf und sagt, weißt du was? Ich habe das ganze Zeug, was dich belastet, deine ganze Schuld, wofür du eigentlich büßen musstest, wofür du bestraft werden musstest, dafür wurde ich bestraft. Und heute musst du nicht dich selbst für deine Sünden bestrafen, sondern Jesus wurde zur Strafe gemacht für dich. Weißt du, und dieses Geschenk, das ist unbegreiflich, was Jesus da für dich gemacht hat. Und weißt du, und selbst als er am Kreuz hängt und der Verbrecher zu ihm sagt, hey, denk bitte an mich, wenn du in dein Reich kommst, da sagt Jesus nicht, hey, siehst du nicht, ich hänge am Kreuz, ich bin selber beschäftigt, ich habe doch selber Schmerzen, was willst du eigentlich von mir? Hier passiert gerade die größte Ungerechtigkeit der Geschichte. Nein, er sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bis zur letzten Minute seines Lebens verliert er nicht seine Berufung aus den Augen. Bis zur letzten Minute, wo die Krähen ihn picken und ihn fertig machen wollen, verliert er nicht seine Berufung aus den Augen. Und genau wie ein Adler dafür designt ist, seine Kinder großzuziehen, sie zu füttern und zu helfen, dass sie selbst Adler werden, genau so bist du dazu berufen, dich nicht fertig machen zu lassen. Genauso bist du dazu berufen, nicht dem Teufel seine ganzen Lügen glauben zu müssen, sondern Jesus will, dass sein Leben aufblüht. Und weißt du, wir haben hier jeden Sonntag, haben wir vorne Mitarbeiter sitzen, die beten für dich. Wir nennen das auch Let's Pray to Go. Die wollen dir helfen, wir wollen dich unterstützen, wenn du sagst, hey, tatsächlich, es gibt so viele Stolpersteine in meinem Leben, ich weiß gar nicht, welcher der erste und welcher der letzte ist, mir fliegt gerade alles um die Ohren. Weißt du, es gibt eine gute Nachricht für dich. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Und wir möchten dich unterstützen und dir einfach sagen, bring diese Stolpersteine zu Jesus und mach Trittsteine draus. Und ich möchte jetzt für dich beten, du darfst gerne aufstehen. Ich werde beten und du darfst auch während dem Gebet einfach darüber nachdenken, wo sind gerade meine größten Herausforderungen? Wo sind meine Stolpersteine? Und bring die zu Jesus und weißt du, Jesus will das in eine Chance verwandeln. Ich werde beten.